Willkommen am Farkasee. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Was Kärnten Anfang September erwartet, wird mit großen Buchstaben auf der Insel inmitten des Sees deutlich sichtbar. Eine Woche lang wird aus der Region am Fuße der mächtigen Karawanken das Zentrum der europäischen Harley-Welt. Für eine Woche kommen Biker aus der ganzen Welt zusammen, um hier das größte Motorrad-Event Europas zu feiern. Die European Bike Week. Rund um den Farkasee wird gefeiert. Doch aus drei Epizentren dringt das Donnern der Motoren noch lauter. Das große Arnheitsgelände ist das Lager der Customizer. Das Headquarter der Motor Company mit dem Harley Village befindet sich weiter oberhalb in der Ortschaft Fark. Und unter dem Namen Free Biker Village läuft die Action auf der Partymeile in Drobolach ab. Am Mittwoch ist offizieller Partybeginn, doch es lohnt sich, ein paar Tage früher anzureisen. Denn gut ausgebaute Landstraßen machen das Kärntnerland zu einem Biker-Eldorado. Und an Ausflugszielen mangelt es nicht. Samstag früh brechen wir auf zur bekannten Nockalmstraße, die zu Recht als eine der Traumstraßen Europas gilt. €7 kostet die Maut zum Nationalpark Nockberge. Doch bei mehr als 10 Bikes gilt ein Gruppentarif. Die 35 Kilometer lange Strecke mit teils engen Kehren und vielen langgezogenen Kurven ist eine sanfte Herausforderung. Die geringe Steigung der Straßenführung ist eine optimale Voraussetzung, um die Einzigartigkeit der Nocky Mountains zu erleben. Die Glockenhütte auf 2024 Meter Höhe ist sowohl für Biker als auch für normale Touristen ein beliebter Treffpunkt und Rastplatz. Neben Routeninformationen gibt es hier sogar eigens für Motorräder eingerichtete Parkplätze. Wer sich Zeit für eine zünftige Jause nimmt, wird nicht enttäuscht und auch sonst begeistert die Nocken. Super, schöne Kurven. Und das Einzige, was stört, sind ein bisschen die Busse, die dann einen nicht überholen lassen. Aber sonst echt schön. Ein schmaler Weg hinter der höchstgelegenen Hütte der Nockberge offenbart den urtümlichen Charakter der Region. Die sogenannte Schießelscharte bietet ein atemberaubendes Panorama. Und hier steht auch die sagenumwobene Wunschglocke. Wer sie läutet, hat einen Wunsch frei. Und was wir uns wünschen, ist klar. 7 Tage Sonnenschein. Die Straße ruft und so machen wir uns wieder auf den Weg in Richtung Innerkrems. An der Eisentalhöhe müssen wir aber dann doch noch einmal anhalten. Der Rundumblick auf die Gebirgslandschaft der Ostalpen ist zu grandios und es wäre schade, diese Optik nur im Vorbeiflug genießen zu können. Ein würdiger Abschluss der Tour ist ein Besuch der Burgruine Landskron hoch über den Dächern von Villach. Die Befestigungsanlage aus dem 16. Jahrhundert bietet einen weiten Blick über das Land, ein Vorzug, den die damaligen Herren schon aus taktischen Gründen zu schätzen wussten. Heute ist die weithin restaurierte Burgruine ein beliebtes Ausflugsziel mit einem exklusiven Restaurant und einer Greifvogelwarte mit täglichen Vorführungen.
Am nächsten Morgen ist Fotoshooting angesagt. Der Strand am Arneitz Campingplatz gehört schon seit Jahren zu den angesagtesten Locations für Bike-Porträts. Viele Customizer nutzen die Bike Week, um spektakuläre Maschinen erstmals zu präsentieren. Und die Presse nimmt diese Gelegenheit natürlich auch wahr. Szenebekannte Journalisten wie Motographer Horst Rösler machen hier ihre Fotos, die schon bald in allen Fachmagazinen dann zu sehen sind. Hier treffen wir auch Reinhold Kulle, den Big Boss der Arneitz Area. Reinhold, wann beginnt eigentlich die Bike Week? Die Bike Week beginnt bei uns, bei Arneitz hier, schon wie eine ganze Woche eben Bike Week heißt, von Samstag bis zum darauffolgenden Sonntag, also nicht nur 3 oder 4 Tage, sondern unsere Bike Week bei Arneitz dauert 9 Tage. Und ein bisschen mehr nach rechts in die Richtung hier. Stopp. Wie kam die Idee zustande, 2 verschiedene Eventplätze jetzt hier zu realisieren? Naja, die Idee kam deswegen zustande, weil wir einfach der Region versprochen haben, hier die Nachsaison dementsprechend auszufüllen, indem wir gesagt haben, wir müssen ja den Leuten auch was bieten, nicht nur von Mittwoch bis Samstag, sondern wir müssen ihnen die ganze Woche was bieten. Und die Leute, die hier sind, sind natürlich froh, diese Woche als Ganzes hier in Action zu verleben, nicht? Vom Arneitz-Gelände spricht man ja von der Customizer Area. Da in Zusammenarbeit ist dieses Custom Bike entstanden mit CCE. Wie kam es dazu? Ja, es kam dazu, dass einfach wir uns gedacht haben, wir sollten noch mehr für unsere Region an Werbung und so weiter machen. Und so ist auch die Idee entstanden, ein European Bike Week Fahrkasse-Bike zu bauen und dieses auch an die Teilnehmer, die hier an der Bike Week sind, zu verlosen. Rainer, das ist jetzt die 8. European Bike Week. Was denkst du, wie das zum 25-jährigen Jubiläum aussehen wird hier am Fahrkassee? Schau. Eine Zukunftsprognose zu stellen ist sicher schwierig, aber ich bin der Meinung, wenn die Region mitspielt und wenn alle guten Willens sind, werden wir dieses größte Event Europas so weit vergrößern können, dass man eigentlich nach Daytona und nach Sturgis nur noch vom Fahrrad spricht. Ja, im Vergleich zu Sturgis ist hier die Erde ein bisschen härter, ja. Und nicht ganz so warm, aber... Am Nachmittag hat Horst Rösler noch einen weiteren Fototermin ausgemacht. Der Motographer will mit einigen Custom-Bikes auf den Dobratsch, Villach, Hausberg und gleichzeitig Erster Naturpark Kärntens. Die Auswahl der Bikes könnte nicht unterschiedlicher sein. Nahezu jede Gattung an V2-Motoren ist vertreten und die Stilrichtungen, die reichen vom Lowrider bis hin zum Highneck-Chopper. Die V-Rod Harleys jüngste Kreation zählt zu den Powercruisern und genau mit diesem Modell ist No Limit Customs zum Shootingstar der Szene aufgestiegen. Unter dem Kürzel NLC bauen Holger Schnell und sein Team die derzeit extremsten Maschinen auf Basis der wassergekühlten Harley. Die Stealth ist ein direkter Nachkomme der schon legendären Ground Zero und im gesamten Aufbau nicht weniger spektakulär. Auch Eikut von AT American Cycles ist mit von der Partie. Eikut ist mit der gerade fertiggestellten Stage One unterwegs, seinem aktuellen Personal Bike. Der kraftvolle Lowrider ist in bester Dragstyle-Tradition aufgebaut und wartet mit zahllosen Einzelanfertigungen auf. Um diesem Bike eine einzigartige Note zu verpassen, sind wesentliche Parts wie Schwinge, Räder und Lenker aus Edelstahl gefertigt. Und auch das trickreiche Ölsystem zeugt von Know-how. 1450 Stunden stecken in diesem Projekt. Doch dieser Aufwand hat sich definitiv gelohnt. CCE Marketing Manager Axel Scherer hat das beliebte Kitbike The Chopper aus der Ausstellung am Arneitz-Gelände entführt. Mit dem um 6 Zoll verlängerten Santee-Rahmen und einem 110 Kubik-Inch RevTech-Motor liegt der Heinecker schwer im Trend. Zudem führt das Bike eine Menge exklusiver Features aus dem Custom Chrome Programm.
Auch das NLC-Bike wartet mit Specials auf. Der Hüfnharter Custom Shop hat sich voller Elan der V-Rod angenommen und selbst für die Antriebseinheit einen kompletten Motordeckelsatz entworfen. In Verbindung mit der kantigen Tankattrappe und dem massiven Frontend entsteht so eine wesentlich radikalere Optik für das Powerbike. In Mölschach beginnt die Villacher Alpenstraße. Und genau wie die Nockalmstraße wird auch hier Maut erhoben. Und hier sieht man die Marktwirtschaft bei der Arbeit. Hier wurde der Preis von Schilling direkt in Euro übernommen. Kilometer geht es den Berg hinauf. Die Straße ist sehr gut ausgebaut und führt in größtenteils weiten, aber auch engen Kurven in Richtung Himmelsblick. Obwohl alle Maschinen mit massiver Bereifung im Heck unterwegs sind, stellen die Kehren nicht einmal ansatzweise ein Problem dar. Well, he says goodbyes and he packed his things. Let it idle down that red dirt lane till he hit the... Mit der Monster-Dimension von 300 mm Reifenbreite, aufgezogen auf einer 18-Zoll-Felge, rollt die Stealth über die Straßen Österreichs. Die dreiteiligen Räder gehören zur NLC-Produktlinie, genau wie die gefräste Schwinge und das kurze Heckteil. Die Stage 1 setzt in Bezug auf Bereifung noch eins drauf. Mit dem 330er Pneu ist Eickholz Maschine der Big Boss der Meute. Doch dank eines massiv getunten Evolution Motors inklusive Doppelvergaser bewegt sich der Flachflieger wie eine Raubkatze. Auch wenn viele solch extreme Breitreifen für unfahrbar halten, unsere Testpiloten sind da anderer Meinung. Ach, geht eigentlich, alles nur Gewohnheitssache. Okay, das ist nicht ein Reifen zum um die Ecken pfeifen, aber man kann damit klarkommen, wenn man ein bisschen aufpasst. Ne? Wenn ich um die Ecken pfeifen will, dann mache ich halt einen schmalen drauf, aber das ist halt okay so. Ja. Funktioniert gut. Ja, die V-Rod fällt sich wie Butter mit dem 330er. Können noch 360 vertragen. Ja, vorne ein bisschen, vorher ein bisschen taxieren, dann geht das schon. Kein Problem eigentlich. Jo, mal alle hochgucken, Jungs. Schnell noch ein Erinnerungsfoto und dann geht's zurück zum See. Okay, jetzt mal Daumen hoch. Auf der Meile am Arnheitsgelände herrscht indessen reges Treiben. Noch ist die Einbahnstraßenregelung nicht in Kraft und der Verkehr rollt in normalen Zügen. Beim Carinthia Chapter wollen wir dann mehr über die Verlosung des Farkasee-Bikes wissen. Das Bike wird verlost mit diesem Pin. Steht oben Farkasee 2005. Dahinter ist eine Nummer. Und wenn die Glücksfee die Nummer zieht, kommt derjenige raus, falls er im Zelt ist. Es wird 5 Minuten zugewartet. Und wenn er nicht kommt, wird weitergezogen. Und es wird so lange gezogen, bis das Bike weg ist. Nur wenige Meter entfernt hat Habermann Performance die Zelte aufgeschlagen. Doch nicht nur, um fantastische Fahrwerke zu präsentieren. Einfach hier wie eine Art Meeting Point haben, dass man sich eben auch mit allen internationalen Kunden und Freunden hier treffen kann. Die spektakulären Chopper aus der Ulmer Meisterschmiede sind für viele Biker schlichtweg unfassbar. 3 Fragen müssen Dani und Thomas immer wieder beantworten. Die erste Frage ist eigentlich: Kann man da noch drüber schauen? Die zweite Frage ist, kann man damit noch fahren? Die dritte Frage ist, ist der Tank original? Die formvollendeten Tanks sind genau wie die extremen Fahrwerke handgefertigte Einzelstücke und bis ins Detail solide gearbeitet. Um das zu beweisen, hat das Team auch einige Fahrwerke im Rohzustand mitgebracht.
Ja, wenn wir auch mal zeigen wollten, was unterm Lack ist, wir sind ja nicht bloß Motorradbauer, sondern wir stellen ja eigentlich Fahrwerke her. Und wir sind eigentlich ein Handwerksbetrieb und wollten auch mal zeigen, wie richtig gutes, deutsches, solides Handwerk noch funktioniert. In dieser Form fasziniert selbst blankes Metall. Doch erst mit der richtigen Lackierung wird daraus ein Showwinner. Die bekannte Künstlerin Bianca Hennig vom Atelier Fanta D sorgt dafür, dass High-End-Bikes mit einem individuellen Top-Airbrush versehen werden. Das ist der Vorentwurf für dieses Bike. Und dann nehme ich die Formen ab, die im Blech vorgegeben sind, um dann praktisch nach diesen Formen zu entwerfen. Ja, die Bianca hat mal mitgenommen, dass die Leute ihre Fragen speziell für unsere Lackierungen auch an sie richten können. Wir haben die Rohfahrwerke dabei. Man kann gleich Entwürfe vor Ort von ihr machen lassen oder mit ihr besprechen. Und sie bessert nebenbei noch kleine Lackschäden aus, die hier natürlich auch öfters entstehen. Wie stehen die Chancen, Kratzer aus solch einer hochwertigen Lackierung herauszupolieren? Das klappt eigentlich ganz gut, weil da so viele Schichten Klarlack drauf sind, dass im Prinzip man da ruhig ein bisschen was abtragen kann, ohne dass man das nachher sieht. Und müsste der Kratzer verschwinden. Also guck mal, jetzt haben wir es schon fast weg. Jetzt sind bloß noch zwei kleine Ansätze zu sehr. Und das kann man gut machen, wenn die Lackierung relativ dick mit Klarlack versehen ist. Dann kriegt man solche Sachen relativ gut raus. Bei Custom Chrome stehen die neuen Kit-Bikes im Vordergrund. Vom High-Neck-Chopper bis hin zum Oldschool-Bopper, die Modellpalette ist breit gefächert. Das Konzept, alle Parts eines vollständigen Custom-Bikes mit einer Bestellnummer zu versehen, kommt bei Kunden an. Ja, die Resonanz ist unglaublich. Wir haben die Kit-Bikes ja jetzt umgebrandet. Das sind jetzt Custom Chrome Motorcycles, um dem Baby einen gescheiten Namen zu geben. Wir haben hier Infarkt, die Dragon präsentiert und vor allem unser neues Puppe-Kit-Bike, das nennt sich Spirit. Die Leute fahren total drauf ab. Die Motorräder sind wirklich klasse. Man kann als Endkonsument ja noch die Farbe, also den Paintjob, selbst bestimmen. Und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft einige davon in Europa auf der Straße sehen werden. Auch der niederländische Teilehersteller Zodiac hat ein breites Programm an Zubehör für Harley-Davidson im Angebot. Neben Performance-Produkten und edlen Aftermarket-Parts finden sich hier ebenfalls komplette Custom-Bike-Modelle, die unter Verwendung besonders hochwertiger Komponenten zusammengestellt wurden. Die Idee hierzu stammt von Tom Pels, dem Godfather of Drag Racing und Chef von Zodiac. Die erste habe ich für mich selbst gebaut. Und das hat so gut gefallen, dass wir eine Produktion von das Rahmen gemacht haben. Deswegen ist auch die Name Notchy Chopper mit Tom Pels Signature gekommen. Als passionierter Drag Racer und amtierender Europameister in der Top Fuel Klasse weiß Tom, was von einem guten Fahrwerk erwartet wird, auch wenn es sich um einen Chopper handelt. Das Rahmen habe ich designt, die Gabel habe ich designt. Und ja, die Motor ist deine eigene Ware, was du haben willst. Aber die Kitbikes, die wir verkaufen, die hat einen SNS-Motor. Und das sind Teile, die ich selbst ausgesucht habe und gesagt, das sind die Teile, richtige Teile für ein gutes Nordsee-Chopper. Neben Bremsanlage und Rädern des amerikanischen Herstellers Performance Machine sind exklusive Teile wie die um 3 Grad gereckte Fat Baba Gabel für den High-Neck-Chopper auserkoren worden. Doch was wirklich sofort auffällt, ist das außerordentlich gute Handling. Gedanke in der Kids-Bike ist dass manchmal weiß die Bauer nicht, was er haben will. Deshalb haben wir gesagt, wir selektieren ein gutes Programm von Teilen, die gut sind. Und dann bieten wir an als komplette Kit. Das heißt, wenn er das Motorrad fertig hat, hat er ein gut fahrendes Motorrad. Eine ausgewogene Fahrdynamik wird durch einen Lenkkopfwinkel erreicht, der dem einer serienmäßigen Harley entspricht. Die komplette Antriebseinheit sitzt mittig. Lediglich der Primärantrieb ist um 45 mm versetzt, um Platz für den 280er Reifen zu schaffen. In dieser Variation lässt sich das Bike entspannt fahren und macht obendrein noch ordentlich was her. Der Zodiac Chopper ist ein gelungenes Konzept und das zu einem fairen Preis. Ohne TÜV kostet 19.055 plus Mehrwertsteuer. Die TÜV-Ausführung soll, sagen wir, ungefähr 1.000 Euro teurer sein, aber sehr bezahlbar. Da liegen die Preise der einzelangefertigten Edelbikes schon in einer ganz anderen Kategorie.
Am Mittwoch ist der offizielle Beginn der European Bike Week. Und ganze Heerscharen an Bikern fallen in die Party-Areas ein. Mit der Eröffnung des Harley Village in Fark tritt gleichzeitig die geänderte Verkehrsregelung in Kraft. Wie in den Vorjahren ist der Weg rund um den See nur in eine Richtung befahrbar. Doch in diesem Jahr ist die Richtung geändert, was anfangs durchaus zu Verwirrung führt. Anziehungspunkt Nummer 1 ist heute das Harley-Gelände. Die eigens eingerichtete Zeltstadt ist das Basislager der amerikanischen Kultmarke und Anlaufstelle der großen Harley-Davidson-Familie. 5 Tage lang dreht sich hier alles um die Bikes aus Milwaukee, Wisconsin und natürlich den dazugehörigen Lifestyle. Der Mythos um die Harley-Davidson Motor Company ist einzigartig, genau wie die Maschinen selbst. Jedes Bike entspricht dem persönlichen Geschmack seines Besitzers. Und so gleicht keine Maschine der anderen. Ob Oldschool-Chopper aus den frühen 70ern oder High-Performance-Softails mit modernster Technik, erlaubt ist, was gefällt. Der Kult um den V-Twin wird auf der ganzen Welt gepflegt. Und nur die Nummernschilder verraten die Herkunft. Zahlreiche Händler haben neben den großen Festzelten ihre Verkaufsstände aufgebaut und bieten nahezu alles an, was der Biker von heute so brauchen könnte. Offizielles Harley-Davidson-Merchandise gibt's nur entlang des Hauptweges bei ausgesuchten internationalen Händlern. Die Auswahl an Shirts, Jacken und Accessoires ist gigantisch. Die entsprechenden Preise allerdings auch. Die European Bike Week ist der Eckpfeiler im Eventkalender der Motor Company. Und selbst Christian Arnetzeder, Geschäftsführer der Harley-Davidson GmbH, ist vor Ort. Christian, was ist das Besondere an der European Bike Week? Warum zieht es die Leute hierher? Ich glaube, erstens, die European Bike Week ist der größte europäische Motorrad-Event, den wir haben. Das zweite ist, die European Bike Week ist, wie viele andere Events von Harley-Davidson, ganz, ganz stark mit dem Mythos von uns verbunden. Harley-Davidson erleben bedeutet auch, das Lifestyle und das kulturelle Umfeld mitzuerleben. Der wichtigste Teil dieser Kultur sind dabei selbstverständlich die Bikes. Jedes Jahr werden im Rahmen der Bike Expo die Modelle des kommenden Jahrgangs vorgestellt. Super, das Gerät! Die Zeiten, als Motorräder eine reine Männerdomäne waren, sind längst vorbei. I think it's the next bike for me. Immer mehr Frauen finden Gefallen an den schweren Maschinen und wollen ihr eigenes Bike fahren. Besonders angesagt, und das nicht nur bei Frauen, die neue Dyna Street Bob. Mit einer Fashion Show wird die aktuelle Mode der Harley Motor Cloth auf der Haupttribüne präsentiert. Ja,
man kann ganz klar sagen, dass die European Bike Week, die ja von Mal zu Mal größer wird, jetzt zum achten Mal, eigentlich die Benchmark ist von der Qualität, was wir bieten, von dem Umfeld, was geboten wird, von dem Service. Also das ist schon der Top-Event, wo wir sagen, wenn wir Events machen, soll das die Benchmark sein. Seit 1998 zelebrieren die Harley-Fans in Fark ihren ganz eigenen Lebensstil. Es ist das La Vida Loca, das verrückte Leben, das klassenübergreifend jeden gefangen nimmt. Herkunft und Nationalität spielen keine Rolle in der Harley-Family. Ursprünglich war es ein Harley-Davidson-Event, der vor allem oder ausschließlich durch unsere Kunden getragen wurde. Aber mittlerweile hat es sich zu einem Bike-Event ausgelebt. Und das Schöne dabei ist, du bist willkommen mit einer Kawasaki, mit einer Honda, mit einer KTM. Und die Leute, die kommen, ja, sehen einfach das Besondere an Harley-Davidson. Diese Community, diese Gemeinschaft, das Miteinanderfahren, das Miteinander erleben, das Miteinander feiern. Und das bringt für uns als Motor Company natürlich wahnsinnig viel, weil diese Kunden kommen hier am besten in Berührung mit unserer Marke. Wo sie sonst einen Händler nicht finden, finden sie hier aber Gleichgesinnte. Und sooner or later, wie wir sagen, landen bei Harley-Davidson. Das ist das Schöne daran. Und was fasziniert eigentlich die Besucher an Fark? Die Größe. Die Größe, das Überdimensionale in Fark ist einfach gigantisch. Und muss jedes Jahr aufs Neue erlebt werden. Also es sind die verschiedenen Leute, die vielen Leute. Vielen Motorräder und die Stimmung, der Lärm. Every year it's got better and better and we all like to come. Die Sphäre ist ganz anders. Die Menschen, die sind ganz toll hier. Einfach super. Feeling, das Flair, die Haufen Motorräder, die Leute sind einfach toll. Einfach klasse hier. Weil es hier jedes Jahr immer wieder Riesenspaß gibt, weil die Gegend so gut ist und weil einfach nur Riesenparty hier ist. Vor allem, weil ich selber Motorradfahrerin bin und mir das Ganze ganz gut gefällt. The best. I'm very happy to be here. Ciao a tutti, siamo italiani, siamo contenti di essere venuti qui. È un posto bellissimo, ci stiamo divertendo da morire. Bellissime moto, grandi persone. Yeah, we're here, I come here because the best event in Europe. Also, one of the best in the world, I've been Daytona in March. It's not so fun. Here is better. Ich denke mal, weil es einer der größten Biker-Meetings innerhalb Europas ist. Und weil hier sich alles treffen kann, von ganz normalen Freebikern, Clubs, Hawk-Member. Und dass sie alle ganz in Ruhe hier feiern können und nebeneinander herleben, ohne dass es irgendwelche Probleme miteinander gibt. Eigentlich die Größe, also das Ausmaß von dem Treffen, finde ich schon irgendwo beachtlich, erstaunlich, was man halt sonst nirgendwo anders hat. Die Maschinen, zum Beispiel Habermann oder was, gefällt mir sehr gut. Benz ist auch hier und was. Die machen gute Dinge und das gefällt mir. Bikes. Noise. Bear. I'm from California. I'm from Nevada. I'm from Prague. Several years. This weekend is perfect for me. Super for people. Maximum joke. Perfect party. Der absolute Hammer. In Drobulach herrscht indessen ausgelassene Stimmung. Die Samba-Rhythmen werden zwar vom allgegenwärtigen Sound der Motoren überstimmt, doch übersehen wird die Tanzgruppe mit Sicherheit nicht. Am Vormittag sind hier nur wenige anzutreffen, denn das Leben findet am Free Biker Village in der Nacht statt. Schnell fahren wir wieder zum Arnheitsgelände zurück, denn dort feiern zwei außergewöhnliche Bikes ihre Premiere. Frankie ist ein bekanntes Gesicht in der Customs-Szene und nun stolzer Besitzer dieses Prachtchoppers. Eine Vielzahl an extra angefertigten Parts machen die Maschine zu einem absoluten Unikat. Dennoch gibt es ein Pendant zu dieser Maschine.
Frankies Partnerin Yvonne hat ebenfalls ein neues Bike und das steht seiner in nichts nach. Yvonne, du bist die stolze Besitzerin der Holy Moly. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Bike zu bauen? Gut, ich habe jetzt 2 Jahre pausiert und ich habe gesagt, ich möchte noch einmal angreifen und habe mir im November mit dem Thomas Bode zusammengesetzt und habe mir einfach seine Vorschläge, seine Ideen angehört, habe mir das 2 Wochen durch den Kopf gehen lassen und habe natürlich meine eigenen Ideen auch gehabt und haben mir gesagt, okay, das machen wir jetzt, das Programm ziehen wir durch. Vor dieser Maschine Custom-Bike-Erfahrung gehabt? Ich habe Custom-Bike-Erfahrung gehabt, ja. Also das ist jetzt meine 4. in dieser Richtung. Wie ist es jetzt, so ein extremes Fahrwerk zu fahren? Ja gut, das sind einfach 2 Paar Schuhe. Das kannst du mit einer normalen Harley gar nicht vergleichen. Das ist exotisch, wundervoll, Holy Moly, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir begleiten die beiden auf ihrer ersten Tour. Obwohl die Chopper mit unterschiedlichen Stilelementen aufgebaut wurden, haben beide ähnliche Grundzüge. Basierend auf dem neuen Stingray-Rahmen von HPU und ausgestattet mit einer 20-Inch-Ober-Springergabel zeigen die Bikes den Status quo des Chopper-Baus. Jedes Bike rollt zudem auf hochexklusiven Spezialrädern, die eigens nur für diese beiden Modelle entworfen und produziert wurden. Nur die edelsten Parts haben hier Verwendung gefunden. Und das sieht man den exklusiven Unikaten auch deutlich an. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen und die einbrechende Dunkelheit lässt die Partylaune steigen. Die Stimmung ist ausgelassen und fernab der Ordnungshüter brennt im wahrsten Sinne so mancherorts die Luft. In den zahlreichen Festzelten spielen die ersten Bands und aufgrund der angenehmen Temperaturen herrscht auch bei den Open-Air-Bars gute Laune. Ein ganzer Trupp dänischer Chopper-Freaks sorgt dafür, dass die Burnout-Bar dem Namen auch wirklich gerecht wird. Solange die Reifen noch genügend Profil haben, wird heute ordentlich Gas gegeben. Wer die Nacht dann eher gemütlich angehen will, der findet am Lagerfeuer von W&W das richtige Ambiente. Obwohl die Würzburger weltweit als Anbieter von Harley-Zubehörteilen agieren, sind am Stand bewusst nur wenige Produkte zu finden. Stattdessen wird Lifestyle gezeigt. Ihr habt immer einen außergewöhnlichen Stand hier auf der European Bike Week. Wie kommt das eigentlich hier zustande? Ja, wir haben eine Tour durch Argentinien gemacht und wollten eigentlich ein Stück Argentinien hier nach Österreich bringen. Wie ist es so, am Ende der Welt irgendwo anzukommen mit dem Motorrädern? Auf der einen Seite ist es was ein Riesenerlebnis, dass wir die Strecke in der Zeit geschafft haben, wo wir uns vorgenommen haben. Auf der anderen Seite wären wir gerne weiter gefahren. Es ist schwer zu erklären, es sollte man am besten selber machen. Mit was für Maschinen war der eigentlich unterwegs? Tommy mit einer Penhead und Volker mit einer umgebauten Evo Sportster und Paul und ich auf Starrahmen Knuckleheads. Wie waren die Straßen da drüben? Viel Schotter und staubig.
und jede Menge Wind. Was war eigentlich die größte Herausforderung, jetzt da zu fahren? Also für mich persönlich der Schotter. Tommy und Volker zum Beispiel, die sind früher auch ein bisschen Cross gefahren. Die hatten mächtig Spaß, aber mir hat der Schotter ganz schön zu schaffen gemacht. War nicht so einfach. Ich denke, Patagonien ist nicht unbedingt Harley-Land. Gibt es da eigentlich Harley-Fahrer? Wenige, wenige. Wir haben auch nur in Buenos Aires Wege gesehen, aber dann unten im Süden war nichts mehr und auf der Ruta 40 schon gar nicht. Wie ist es jetzt auf der European Bike Week? Wie kommt eigentlich der Stand bei den Leuten jetzt an, weil er ja eigentlich sich von allen anderen ziemlich hervorhebt? Ja, positiv. Das Feedback ist durchaus positiv. Das gefällt ihnen schon. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen rüber, dass wir das auch leben, was wir hier zeigen und nicht einfach so herstellen zur Unterhaltung, sondern dass wir auch mit dem Herzen dabei sind bei dieser Sache. Nur wer es schafft, frühzeitig aus dem Bett zu kommen, hat die Chance, bei den Ausfahrten des Carinthia Chapters teilzunehmen. Die geführten Touren sind besonders beliebt, denn wer kennt Kärnten besser als ein Biker aus der Region? Na, wir fahren jetzt heute die Karawankentour, gell? Ja. Und wir fahren jetzt bitte bis Zelt vor Zommern. Also ja. da bleiben wir, dann machen wir eine kleine kurze raus. Ja. Dann fahren wir weiter nach Rückersdorf. Mhm. Ja. In Rückersdorf werden wir dann das Essen machen. Mhm. Und dann möchte ich über den Klopeiner See. Zu gerne hätten wir die Karawankentour begleitet. Doch wir sind bereits bei Harrys Farm verabredet. Ein ganzer Pulk schwerer Boss-Hoss-Maschinen wartet bereits mit laufenden Motoren. In den USA sieht man bei Events mittlerweile einige Exemplare fahren. In Europa sind sie die Exoten schlechthin. Die Boss-Hoss gelten als die Giganten auf der Straße. Und das zu Recht. Neben ihrem imposanten Auftreten liegt es jedoch vor allem an der üppigen Motorisierung. Bis zu 500 PS aus einem Chevrolet Big Block drücken die Boliden voran. Der infernalische Sound des V8-Motors lässt selbst das dumpfe Donnern einer Harley klingen wie ein Kleinkraftrad. Auch wenn die massiven Boss-Hoss-Maschinen durch ihre Bauweise fast schon träge aussehen, sie sind es in keinster Weise. Ein Dreh am Gashahn und schon fliegt die Landschaft mit rasender Geschwindigkeit vorüber. Im Harley Village machen die massiven Bikes mächtig Eindruck. Sofort sind die Boss Hoss von einem Menschenauflauf umlagert. Importeur Andreas Müller muss überall Rede und Antwort stehen und die Faszination verdeutlichen. Die Urgewalt an dem Motorrad, die Kraft, der Hubraum, der Klang und alles, was dazugehört. Du bist nie fertig mit Schrauben und die ganzen Kleinigkeiten, die dazugehören. Das ist halt ein Publikumsmagnet. Wie bist du da drauf gekommen, Boss Hoss zu fahren? Ich habe vor 10 Jahren die erste gesehen und habe auch 10 Jahre Harley gefahren. Und irgendwann ist die Grenze erreicht und dann muss was Neues kommen. Dann haben wir es mal versucht. Und jetzt mittlerweile versuchen wir das mal für Deutschland ein bisschen aufzuziehen. Wir haben jetzt einen Händlervertrag für den Amis bekommen. Und jetzt versuchen wir es mal. Und ich denke mal, der Markt ist jetzt offen für die Motorräder. Wie ist das Fahrgefühl, auf einem V8 durch die Gegend zu fahren? Ja, also wenn du V8 zwischen den Beinen hast, ist was anderes, als wenn du V2 zwischen den Beinen hast. Das ist mal ganz klar. Das ist einfach nur urgewaltig. Allein schon, wenn du das Motorrad startest. Startet nicht, das Motorrad explodiert. Am Arnheitsgelände findet indessen die Aufstellung zum Penz Charity Ride statt. Direkt vor dem Stand des österreichischen Fahrwerkspezialisten Penz Custom Bikes formieren sich die Teilnehmer. Pünktlich um 14 Uhr geht's los. Okay.
Rund 250 Bikes sind zusammengekommen. Und darunter sind auch einige verschärfte Custom Bikes. Angeführt von Anita Köhler aus dem Penz-Team rollt der Corso in Richtung Felden. Treffpunkt ist die American Bar direkt gegenüber des Casinos. Wie im Vorjahr soll neben der Verlosung attraktiver Preise auch eine Premiere stattfinden. Ein Grund mehr für Horst Rösler, mit der Kamera dabei zu sein. Anita, Penz Charity Run im zweiten Jahr. Ihr könnt euch langsam schon mit der Parade von Park mit der offiziellen messen. Naja, so schlimm ist es noch nicht oder so groß ist es noch nicht. Aber da letztes Jahr der Charity Run so großen Anklang fand, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich ihn heuer wieder mache. Und es ist wieder ein toller Erfolg. Erzähl uns ein bisschen über Sinn und Zweck und den Hintergrund. Charity kommt ja aus dem Amerikanischen und bedeutet, gemeinsam etwas für einen guten Zweck zu machen. Und ich glaube, das ist uns hier gelungen. Man bekommt kaum mehr Aufmerksamkeit mit so vielen tollen, verrückten, wilden Motorrädern. Und wir haben ganz tolle Preise bekommen von Sponsoren, zum Beispiel eine komplette Motorradlackierung von Markus Pfeil, einen SKS Bike Shuttle Gutschein und, ich kann es gar nicht aufzählen. Und dieser Erlös geht für einen guten Zweck. Wir wollen das heuer an den ORF, also an Licht ins Dunkel spenden. Und da sind wir sicher, dass das auch direkt hinkommt und damit wird Menschen in Not geholfen. Und nebenbei habt ihr auch wieder Neuheiten zu zeigen? Genau, aber das überlasse ich dann den entsprechenden Herstellern, zum Beispiel Rick und Urs Erbacher aus der Schweiz, die wir können dann mehr dazu sagen. Die neuen einteiligen Alu-Räder von Ricks werden erstmalig präsentiert und Rick ist selbstverständlich persönlich vor Ort. Das ist einteilige Schmiederad, also die neue Generation Ricks-Räder, ist heute hier Weltpremiere. Ein einteiliges Rad aus Aluminium geschmiedet, der Rohling, überarbeitet an der Drehmaschine und an der Fräsmaschine in Design gebracht. Hochwertig in der Materialverdichtung, deshalb auch der wahnsinnige Polierglanz. Wir knüpfen an die bekannten dreiteiligen Ricks-Räder. Und ich denke, wir haben uns ein Brandname gemacht in der Branche, Überqualität und High-End-Produkte. Und wir versuchen auch das fortzuführen. Und ich denke, es ist uns gelungen. Wir erklären dem Kunden mal ganz kurz, dass wir auch jedes Design wiederum in zwei Varianten liefern. Das heißt, wir haben sie einmal im Standard-Design und in einem Cutout Deluxe Design. Das heißt also für die Kunden, die wirklich absolutes Custom Finish wollen, Tiefbett, fräsen wir da nochmal den Mittelsteg weg und polieren das also aus, somit dass wir absolut smooth die Felge zeigen. Wir haben also eine Standardvariante, wie wir sie jetzt hier sehen. Die Standardvariante, hier sieht man noch minimal den Mittelsteg des ursprünglichen Radrohlings. Und es gibt ein Cutout Deluxe Design, wo wir die Felge vom Durchmesser und vom Design her noch etwas größer kriegen. Das sieht man jetzt hier. Hier wird also nochmal die komplette Felge in diesem Bereich auf der Fräsmaschine ausgespart und komplett durchpoliert. Ist natürlich für den Kunde mit einem Aufpreis verbunden. Verbaut ist die neue Generation an Custom-Rädern an einem absoluten High-End-Chopper, der hier der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Von Urs Erbacher mit Schweizer Präzision aufgebaut, glänzt das Bike mit viel Chrom und einer Unmenge an technischen Raffinessen. Die grüne Tarantula basiert natürlich auf einem Penz Chopper Rahmen, den Erbacher für die Schweiz geprüft hat. Nach der Präsentation brechen wir auf und haben prominente Begleitung. Fred Kotlin ist mit seinem neuen Personal Bike unterwegs. Holger Mohr und Axel Scherer mit ihren Custom Chrome Dienstmaschinen. Die V von Axel stammt aus dem Kitbike-Programm und ist genau in dieser Variation erhältlich. Holgers Wotan hingegen ist ein eigens für Custom Chrome entworfener Full Custom.
kein geringerer als Fred Cortland himself, wurde mit diesem Hardtail-Chopper beauftragt und dieses Bike zeigt seine Handschrift deutlich. Mit der Master Blaster hat Fred Cortland neue Wege eingeschlagen. Der um 9 Zoll gestreckte Rahmen hat eine deutlich andere Formensprache, die gut mit dem kantigen Tankdesign harmoniert. Eine um 18 Zoll verlängerte 3D-Gabel mit direkter Lenkeraufnahme sorgt für eine aggressive Haltung und für das richtige Chopper-Feeling. Mit diesen Bikes haben Fred und Holger in den USA rund 2000 Meilen abgerissen. Als Mitglieder der legendären Hamsters gehört der Ride nach Sturgis jedes Jahr zum Pflichtprogramm. Harley Village, dann wird ein Stopp eingelegt und wir wollen von den Insidern wissen, was sie nach einem Mega-Event wie Sturgis von Fark halten. Fark ist im Prinzip das Sturgis von Europa. Das ist mit Abstand das tollste Event. Ich glaube, über 100.000 Leute. Die Location ist Weltklasse, das Wetter ist natürlich sehr wunderschön. Die Leute sind immer gut drauf, also das kann man durchaus vergleichen. Mehr als vergleichen. Mir persönlich gefällt es hier besser wie in Sturgis. Okay, weil ich meine, hier ist halt doch mehr Heimat und so weiter. Es ist doch noch ein bisschen mehr, man sagt immer so freies Amerika und so weiter, aber hier ist doch mehr, hier ist ein bisschen mehr frei. Das Einzige ist, dieses Jahr müssen wir mit Helm fahren, eigentlich ziemlich übertriebenes Polizeiaufgebot. Aber ansonsten finde ich es hier echt klasse. Ich fahre gerne hierher. Seid ihr hier runtergefahren? Der Glas ist mir hier runtergefahren. Wir haben zwar ein paar Punkte beim Miles & More vom vielen Fliegen, aber wenn es geht, fahren wir Motorrad. Wir leben das, was wir tun. Wenn Bairanan mit ihren indianischen Klängen bei der Bike Week auftreten, dann ist es fast wie eine Oase der Ruhe inmitten eines motorisierten Karnevals. Traditionell tanzt der Krieger mit der Flöte. Ein paar Meter weiter Rainer Schwarz mit seiner Buell. Der Stuntfahrer dreht bei seinen Shows ordentlich am Rad. Denn auch für Rainer ist die Bike Week ein besonderes Event. Ja, ist halt jedes Einfahren Highlight, ein toller Abschluss für die ganze Saison. Gerade die Begeisterung der Zuschauer spornt Rainer mächtig an. Na, es wird super angenommen von den Leuten. Und klar, wenn es den Leuten Spaß macht, dann macht es mir auch Spaß. Es ist einfach jedes Jahr genial. Ab Donnerstag ist zweimal täglich Hochspannung garantiert. Mit atemberaubenden Wheelies, Stoppies und Burnouts bringt das Stunt-S-Team den Asphalt zum Kochen. Und wie gefällt es Rainer in Fark? Ja, das kann man irgendwo nicht beschreiben. So viele Motorräder, das ist einfach einzigartig in Europa. Donnerstagabend ist für uns das Harley Village angesagt. 6 Party-Locations stehen zur Verfügung, jede mit einem anderen musikalischen Programm. Die großen Festzelte sind gut gefüllt, aber noch ist die Stimmung dann doch eher verhalten. Im kleinen Hot-Dot-Café geht es dann doch schon zu früher Stunde ordentlich ab. Und Gitti Fischer braucht nur ihre Gitarre und ein Mikrofon, um das Zelt zum Kochen zu bringen. Und auch die Lenny Rockers aus Berlin wissen, wie man Stimmung in ein Zelt bringt.
jeden fängt der Freitagmorgen so beschwingt an wie für Markus Pfeil. Der Custom Painter ist heute mit dem Radl unterwegs. Da ist man sicherer unterwegs, flexibler und man kann gegen die Einbahn fahren. Helmet low? Ah, fuck, Helmet low. Und genau diese Helmpflicht drückt die Stimmung ungemein. Ich muss das ehrlich sagen, das Flair ist heuer eigentlich heuer weg, weil so extrem wie es heuer mit den Kiefer haben und mit der Helmpflicht, das war eigentlich ein bisschen Freiheit war nicht mehr da, aber jetzt ist überhaupt keine Freiheit mehr da. Ich finde grundsätzlich Helm, auch wenn Ausnahmezustand herrscht bei irgendeinem Treffen, Helm ist einfach eine Sicherheit, mehr sage ich nicht. Zurzeit unheimlich viel Polizeipräsenz ist, weil das macht so ein bisschen die Party kaputt. Jetzt fangen wir es mit dem Helm fahren an. Letztes Jahr konntest du ohne Helm fahren. Heuer, ich habe Helmbefreiung, zeig dir den blöden Bullen. Er sagt jetzt zu mir, Helmbefreiung gilt hier nicht, die deutschen Dokumente. Dann sag ich, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr seit gestern wieder aus der EU draußen seid. Da fangen sie das Wurzeln an. Dann sag ich, das ist doch alles kacke und ich fange jetzt das abgucken. Es wird Zeit, dass das Park wieder aufhört. Ich denke mal, das wirkt sich sehr, sehr negativ hier auf das Event einfach aus, weil die Leute sich einfach dadurch gestört fühlen und meinen oder glauben, dass sie hier nicht willkommen wären, weil sie halt sehr viel bezahlen müssen. Oh, wegen ohne Helm fahren, keine Papiere dabei, etwa zu schnell im Verhältnis zumindest zu den letzten Jahren, wo das halt alles sehr, sehr ungebunden und freizügig alles war. Auch die Customizer haben die Freiheit, richtig verschärfte Bikes zu bauen. Die Liste der internationalen Aussteller wird von Jahr zu Jahr länger. FARC gilt als das Event des Jahres. Und da heißt es präsent sein. Bekannte Händler wie Fred Kotlin, BSL oder Reifenhändler Avon haben schon seit Jahren einen festen Platz auf dem Arnheitsgelände. Die Auswahl und die Vielschichtigkeit der Exponate übertrifft sogar die großen Events in Amerika. Das Team von Thunderbike stellt zum zweiten Mal auf der European Bike Week aus. Mit Spezialfahrwerken für japanische Motoren ist der Shop bekannt geworden. Doch auch amerikanische V-Twins gehören ins Thunderbike-Programm. Thunderbike ist eigentlich ein Full-Sortimenter. Wir haben einen ausführlichen Katalog mit allen Teilen, die man braucht, um so ein Bike aufzubauen. Wir haben eine eigene Produktion. In unserer Produktion machen wir alle Aluminiumteile, CNC-Fräsen, Drehen. Unsere Spezialität sind die Fünfachsgeschichten, also freie Flächenfräsen, wie jetzt hier auch die neue Gabelbrücke, die eben in alle Dimensionen bearbeitet werden kann. Diese 3D-Sachen sind halt unser Steckenpferd, was wir mit den Rädern schon umgesetzt haben, mit den Gabelbrücken. Ja. Und das machen wir jetzt auch im Blecharbeiten. Um so komplette Motorräder aufzubauen, haben wir dann auch irgendwann das Rahmenprogramm mit aufgenommen, haben unsere eigenen Rahmenlehren gebaut und ja, fertigen nach Kundenwunsch Rahmen in verschiedenen Dimensionen. Als Chef von Thunderbike weiß Andreas natürlich, was im Trend liegt. Ich glaube, im Moment ist halt Trend, spektakulär zu sein. Also möglichst noch ein Haken und noch ein Winkel. Aber grundsätzlich lässt sich auch alles andere bauen und verkaufen. Ob es ein Bobber ist oder ein schlichtes Motorrad. Also der Markt
nimmt alles auf, würde ich sagen. Es gibt keine ganz speziellen Richtungen, wo ich jetzt sagen würde, das ist die Zukunft. Also vom Hynek bis zum Bobber geht eigentlich alles. Es muss halt ordentlich gemacht sein. So wie die Hardcore Cycles aus Hockenheim. Markus Walz gehört zu den bekannten Namen in der Custom-Szene und das weltweit. Die radikalen Bikes sind extrem gefragt und räumen regelmäßig bei Bike-Shows ab. Doch wie lassen sich die Hardcore-Bikes fahren? Wir wollen es wissen und begleiten zwei Maschinen zur Bike-Show nach Velden. Die Linie der Walz-Bikes ist eindeutig, flach, aggressiv und sportlich orientiert. Der markante Knick im Rahmen ist zu einem Markenzeichen geworden. Mit dem gelochten Unterzug in einfacher Ausführung gehören beide Bikes zur Le Mans-Baureihe. Ja, die Idee war ursprünglich von Markus. Da Markus ein aller Rennfan ist, dachte er sich eben mal von Porsche das Martini-Bike nachzubauen. Das Martini-Bike ist eine Hommage an das Porsche Racing Team und steckt voller Einzelanfertigungen. Im Heck dominiert ein massiver 280er Gummi, der von einer Einarmschwinge gehalten wird. Der ungewöhnlich geformte Tank geht nahtlos in den Rahmen über und zeugt von meisterlicher Metallbearbeitung. Mit einer Upside-Down-Gabel soll die sportliche Komponente ins Spiel gebracht werden. Ein entsprechend getunter Harley-Twin-Cam-Motor sorgt für die notwendigen Beschleunigungswerte. Der Preis eines solchen Blockbusters liegt dafür auch zwischen 80.000 und 90.000 Euro. Auch die mattrote Red Dragon basiert auf dem Le Mans-Rahmen, stammt aber aus dem Custom-Shop von Urs Erbacher. Fat Attack ist die Adresse für Walz-Produkte in der Schweiz. Und als passionierter Drag-Racing-Champion ist Erbacher mehr als qualifiziert für den Aufbau schneller und hochwertiger Custom-Bikes. Wir wollen mehr Erbacher, also Urs Erbacher, Drag Racing wie auch Custom Bike. Die Leute wissen oft nicht, dass Urs Erbacher dahinter steht, jahrelang oder jahrzehntelang bekannt im Drag Racing, dass da wir unser auch das Know-how holen vom Drag Racing Sport. Das heißt Motoren tunen, Fahrwerksveränderungen, dass wir daher auch die praktisch Fachwissen holen vom Drag Racing Sport. Der kurze Heckfender, die Bremsanlage und die Einarmschwinge sind nur einige Parts aus dem verbauten Hardcore-Sortiment. Ein Legend Air System sorgt für den nötigen Fahrkomfort und das bei einer 300er Bereifung. Die exklusive 3D-Goldammergabel ist aus einem vollen 300 Kilo Block Aluminium gefräst und gibt der Bezeichnung fließende Form eine neue Dimension. Erbacher legt größten Wert auf Zuverlässigkeit und setzt auf Antriebseinheiten von Harley-Davidson. Der 1550er Twin-Cam-Motor ist bestückt mit feinsten Screaming Eagle Parts aus dem Performance-Programm. Damit ist ein Walz Fat Attack Bike genau richtig für wilde Beschleunigungsorgien, aber auch für Touren auf der Landstraße. Die Ride-In-Bike-Show in Velden ist ein fester Bestandteil der European Bike Week. Jeder, der sich vorab im Harley Village angemeldet hat, kann hier am Freitag teilnehmen. Vorausgesetzt, er oder sie will sich mit richtig spektakulären Custom-Bikes messen. In der Casino-Bar wartet die Schickeria schon gespannt auf die schönsten Maschinen. They'd like to have everything. Sounds a bit funny. Die Bikes treten selbstverständlich in unterschiedlichen Klassen an, wobei die Kategorien Chopper und Brachial die umstrittenen Königsklassen darstellen. Das Level dieser Bikes liegt, wie erwartet, besonders hoch. Eikurt, wie bewertest du hier die Qualität der Bike Show? Eigentlich sehr gut, da hat sehr hochwertige Bikes dabei diesmal und also sehr schöne Teile. Also richtig feine Sachen. Sehr aufwendig verarbeitete Teile. Wo geht der Trend hin?
Zu Sachen, wo man quasi viel handwerklich selber macht und viele Teile selber produziert, wo man einfach nicht kaufen kann. Und das ist eigentlich der Trend, wo die Leute eigentlich wollen. Die, wo sich das natürlich auch leisten können, ne? Weil das sind ja auch Bikes, das sind ja über 50, 60, 70, 100.000 Euro kostet so ein Custom-Bike, wo auch über tausende von Stunden teilweise drinstecken in den Bikes. Ne? Trotz all der unglaublichen Bikes gibt es immer wieder Zuschauer, die etwas ganz anderes interessiert, wie beispielsweise die Dessous dieser Bike-Dekoration. Die Pokalverleihung am Nachmittag steht unter keinem guten Stern. Dunkle Wolken ziehen auf und Regen setzt ein. Doch davon lassen sich nur die wenigsten beeindrucken und die Stimmung bleibt erhalten. Der Regenschauer dauert zum Glück nicht allzu lange. Die Straßen sind noch nass und so bleibt Zeit für einen Rundflug mit dem Helikopter. Die Abendstunden haben für Luftaufnahmen die besten Lichtverhältnisse. Und erst aus der Vogelperspektive wird klar, welche Ausmaße das Event angenommen hat. Auf den Straßen ist durch den Regen des Nachmittags nicht viel los. Und auch bei den Event Areas ziehen es die Gäste vor, im Trockenen zu bleiben. Im großen Festzelt des Free Biker Village sorgen exotische Samba-Tänzerinnen wenigstens für ein bisschen Sommerfeeling. Während im Harley Village traditioneller Rock'n'Roll angesagt ist. Die Monroes bringen im Burg-Arena-Zelt die Tanzbeine in Schwung und die Stimmung zum Kochen. Nur zwei Zelte weiter rocken The Bunch mit erdigem Biker-Sound im von Pullman City gemanagten Hot Dot Café bis spät in die Nacht. Viele scheinen die vergangene Nacht nicht zum Tag gemacht zu haben, denn schon früh sind die meisten wieder fit und auf den Beinen. Das Line-up zur Parade beginnt bereits um 10 Uhr bei Latschach und da will niemand das Schlusslicht sein. Um irgendwie aus der Masse der Biker herauszuragen, lassen sich viele ein extravagantes Outfit einfallen. Schön muss es nicht sein, Hauptsache es ist ausgeflippt. Für die Girls ist es ein leichtes, die Blicke auf sich zu ziehen.
In der kleinen Ortschaft Latschach wird die Parade mit einer Art Volksfest gewürdigt. Zünftig geht's zu und die Anwohner sind begeistert von dieser außergewöhnlichen Touristenattraktion. Es ist einmalig. Die ganzen Burschen sind sehr locker unterwegs und es freut uns, dass die ganzen Biker zu uns am See kommen. Ja, die ganzen Maschinen und das ganze Outfit, alles. Das ist ganz toll. Nicht nur die Anwohner, auch die Besucher sind begeistert von der Bike Week. Das ist halt die ganze Atmosphäre, das ist halt hier, das passt halt. Das Wetter passt, die Stimmung passt, die Leute sind super. Also was will man mehr? Ich glaube, der Herrgott, der ist auch ein Biker. Manche Outfits lassen auch sofort auf die Herkunft schließen. So where you come from? Aberdeen. All the way 2000 kilometers. On the bike? On the bike. Good old Ruby. True bikers, that's the about Fakasi, the attraction it has. Pünktlich um 12 Uhr geht's los. 40.000 Biker werfen ihre großvolumigen Motoren an und starten durch zur größten Harley-Parade Europas. Mit fast schon ohrenbetäubendem Lärm setzt sich die Kolonne in Bewegung, um rund 80 Kilometer bis zum Wörthersee zu promenieren. Scheint, als wären aus der gesamten Region die Anwohner angereist, um dieses Spektakel live zu erleben. Super! Gut, super! Die traditionelle Parade gehört zu den Highlights der Bike Week und der Region. Denn wie oft sind schon so unglaublich viele chromblitzende Maschinen gemeinsam unterwegs? Der Wert, der hier über die Straßen rollt, würde so manches kommunale Haushaltsloch locker stopfen. Mitten durch Villach wird der kilometerlange Corso geleitet. Für die Anwohner ein einmaliger Anblick, den man nicht verpassen darf.
Am frühen Nachmittag sind dann alle wieder zurück am See. Nun wäre eigentlich der Zeitpunkt für das berühmte Sehen und gesehen werden. Doch in diesem Jahr fehlt die Tribüne und somit fallen beliebte Showeinlagen wie durchdrehende Reifen und halbnackte Girls einfach aus. Ein Zustand, der wenig Anklang findet. Schlecht, katastrophal. Letztes Jahr war besser und die Jahr davor auch. Meine Meinung. Ohne die Tribüne im Eingangsbereich des Arnolds ist aus der ehemaligen Showmeile leider eine Rennstrecke geworden. Burnout-Verbot, Helmpflicht und ständige Shuttlebusse lassen nicht mehr das Flair der vergangenen Jahre aufkommen. Ob sich die European Bike Week mit diesen Maßnahmen einen Gefallen getan hat, das ist noch fraglich. Und weil auf der Meile nichts passiert, wenden wir uns lieber der Custom Chrome Show zu. Das Interesse an dieser Bikeshow ist immens, denn das Niveau liegt hier erfahrungsgemäß besonders hoch. Die Freifläche vor dem DHL-Truck ist gefüllt mit hochkarätigen Custom-Bikes aller Variationen. Handwerkliches Können und Ideenreichtum sind gefragt, um sich im breiten Feld der Showbikes behaupten zu können. Custom-Chrome-Chef Holger Mohr ist stolz auf die stattliche Anzahl der ausgestellten Unikate und er weiß, was die Leute anzieht. Das Besondere ist der Flair. Ich meine, hier sind die Berge, das ist hier wunderschön. Der ganze Spirit in Fark, der ja bekannt ist, dieses Easy-Going. Und die Leute, es ist eine Reitenshow, die Leute setzen sich auf ihr Motorrad. Und wenn sie sich zutrauen, sich mit anderen zu messen, nehmen sie teil und fahren rein. Das ist der absolute Hammer. Ich bin total überrascht, wie viele hochkarätige Bikes hier vor Ort sind, aus ganz Europa. Das sind 60 Stück und bin mal gespannt, wer da gewinnt, weil da sind ein paar richtig spitzenklasse Motorräder dabei. Und vom Finish, von der Lackierung her wirklich klasse. Man sieht die Leidenschaft, die da drin steckt. Das ist toll. Und ich glaube, es sind auch unheimlich viele hierher gefahren damit, was mir einen Riesenspaß macht, dass die Leute mit den Dingen auch fahren. Es ist noch nicht lange her, dass umgebaute Serienmaschinen mit Effektlacken das Bild einer Bikeshow prägten. Der Standard heute sind eigens angefertigte Rahmen mit handgemachten Tanks und Karosseriearbeiten. Sündhaft teure Komponenten lassen den Wert solcher Showbikes in Bereiche klettern, in denen gut ausgestattete Oberklasse-Limousinen zu finden sind. Das Geld zählt hierbei in den wenigsten Fällen. Individualität ist Trumpf und das lassen sich die Besitzer auch etwas kosten. Die schönsten Maschinen werden von einer Jury aus Fachjournalisten ausgesucht und um 6 Uhr ist es endlich soweit. Die Sieger stehen fest. Drei Chopper von HPU und Independent Choppers haben das Rennen gemacht und stehen nun mit Sexy Girls zum Fotoshooting für die Presse bereit. Nach all den glamourösen Showbikes wollen wir jetzt mit einer richtigen Powermaschine auf die Straße. Felgenguru Rick hat einer V-Rod den Maulkorb abgelegt und die von Haus aus schon gut motorisierte Harley auf 180 PS aufgeblasen. Nun will er die Meinung eines Profis einholen und das ist niemand Geringeres als Rainer Schwarz. Servus, hast du wieder ein neues Motorrad gebaut? Ja, Rainer. Wir haben V-Rod mit 280er Reifen. Ja. Die Rigschwinge, das Bremssystem auf einem Seite drüber. Dann haben wir die neuen Räder drin, einteilige geschmiedete Aluminiumfelgen, 7-Speichen-Design in dem Fall. Und wir haben den Motor ein bisschen aufgebohrt. Sollte laut Prüfstand 181 PS haben. Also ich glaube, da muss ich unbedingt mal fahren damit. Hätte es eigentlich wissen müssen, dass Roadtests bei einem Stuntfahrer ein wenig anders ausfallen. Wenn ein 280er Reifen durchdreht, dann ist die Rauchentwicklung wie bei einem Hochhausbrand. Die
breite Traktionsfläche in Verbindung mit der urgewaltigen Motorleistung zaubern nicht nur Rick, sondern auch Rainer ein breites Grinsen ins Gesicht. Okay, passt. Einen Zack der Punkte erreicht. Burnouts sind allgemein ein beliebtes Vergnügen. Doch in Farc kann das Spulen teuer werden. Nachdem die Showmeile am Arnolds komplett entschärft wurde, hat sich die Szene einen neuen Spielplatz ausgesucht. Das Free Biker Village in Drobolach. Doch es dauert auch hier nicht lange, bis die Ordnungsbehörden einschreiten. Wenigstens auf dem Gelände herrscht noch der Gedanke der Freiheit und Zusammengehörigkeit, auch wenn Kontrollen und Verbote den Spaß rundherum gehörig einschränken. Rolling down the highway dressed in black, yeah, riding like the devil's on his track, yeah, with a skull and crossbones on his back, oh, he's the leader of the pack. Vor dem Harley Village herrscht am Samstagabend Rush Hour. Kein Wunder, denn heute findet das musikalische Highlight der Bike Week statt. Der Auftritt von Rocklegende Uriah Heep. Das kostenlose Konzert von Bernie Shaw & Co. findet auf der Haupttribüne statt. Und spätestens bei diesem Lied hier wissen alle Biker, warum sie nach Farc gekommen sind. Blue's gone.